Eben gab es kurz spontan Sea of Thieves. Es war abenteuerlich. Jetzt gibt es noch etwas. Overwatch 2, gerade schon die täglichen Herausforderungen. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und ich weiß, das Spiel ist zu leise. Muss noch gerade gucken, ob wir ihm Hallo sagen müssen. Es geht so schnell. Es ist so dumm. Ich bleibe jedes Mal dabei. Ich bleibe dabei. Kein gutes Matchmaking der Welt darf nur ein paar Sekunden dauern. Nein, müssen wir nicht. Wir haben verlieren, oder was? Da sieht's aus. Spiele ich selten bis nie. Ich mag ihn nicht. Fühlt sich besonders witzig, Junkrat, hä? Ja, so Spawn-Camping, dass das überhaupt halt geht. Junkrat ist halt, ich meine, ich spiele auch gerne, aber es ist so ein richtiger Easy-Mode-No-Brain-Charakter. Also, brauchst keinen Skill für den groß. Einfach in die Richtung ballern. Ja. Wer ist denn da jetzt hinter mir und nervt schon wieder? Ja, das ist halt so, das geht. Da ist halt Overwatch scheiße. Dass die wirklich den Spawn abcampen können, das ist ja Quatsch. Das ist halt einfach dumm. Da muss eine Mechanik her, dass das nicht geht. Ja, ist so lächerlich. Nein, einen mitgenommen. Wie oft kann der springen, der Vogel?
irgendwann erhalten. Klar. Dieses Spawn-Gekämpfe, das dürfte nicht sein. Ja, man kann sich freikämpfen, aber ich finde es trotzdem blöd. Manche aber auch bei Dota früher immer doof. Auch bei Dota 2, dass man da auch dann übermächtig mal den Spawn abkämpfen konnte. So. Nimmt halt sämtliche Lust, dass die nochmal zurückkommen. Das andere Team, ne? Das hat ihn nicht wirklich gepackt. Ach, come on. Ja, ist klar. Ja, Junker Queen ist auch zu hart. Zu hart, geht ja auch nicht um. Und so gut wurde jetzt auch nicht geheilt. Das ist das, was ich halt sage. Es fehlt Overwatch massiv an Balancing. Ist leider so. Wird zu wenig getan. Da ist schon sehr viel Offensichtliches dabei. Ich würde sagen, also jetzt hätte ich doch mindestens einen erwischt haben. Keinen Zwischenhalt mehr. Ja, ist klar, wieder alle auf mich. Nee, das wird nix. Aber hey, dafür, dass ich reingejoint bin, weil er gelieft ist, lief's doch ganz okay. Oh, mein Team hat's noch gepackt. Okay. Aber trotzdem, die haben eine super nervige Kombination. Ich war schon ums Eck, aber... Keine Chance. Die Junker Queen ist zu hart. Die wurde da geheilt. Die gehört auch ein bisschen gebalanced. Kann sie auch nochmal irgendwie stärker machen, dass sie nicht so viel Schaden kriegt. Naja. Ach, ich, weil ich zwei gekillt habe oder was? Ja, das sind so Sachen, die habe ich lange gebraucht zu lernen, dass man bei der DWA
wenn es die Möglichkeit gibt, dass nach oben schießt, den Anzug, und dann fällt er runter und dann zündet man ihn. Ne? Und dann fällt er quasi von oben runter und die können keine Deckung suchen. Schaden mit Fähigkeiten. Muss ich jetzt was spielen, das Schaden mit Fähigkeiten macht? Boah, welcher Held macht denn hier Schaden mit Fähigkeiten? Boah, ist eine gute Frage. Junkrat wäre es gewesen, zum Beispiel, ja. Aber er mit seinem Ulti wahrscheinlich auch. Das ist nur normales Schießen, das auch. Justice Rains from Above, ja, wäre es auch noch. Hier geht's, hier ist nur der Ulti. Ja gut, da ja auch bei der, ne? Ach, ich verteidige. Och Mann, ich wollte hier mal wieder so gern angreifen. Jetzt bin ich jetzt halt nur Verteidiger auf der Map. Das ist fies. Also grafisch, ich mag einfach den Stil. Also es ist auch sehr schön anzusehen, weil es auch, es ist bunt, aber nicht zu grell. Es ist ein schönes Bunt. Zu bunt ist für mich immer Fortnite. Das haben wir halt einfach nicht meins. Aber ich mag den Artstyle hier und so. Mir gefällt das gut. Dass wir das jetzt halt auch können, die daran hindern, dass die raus können. Das ist halt dumm. Da muss es eine Mechanik geben. Die brauchen irgendwie eine Möglichkeit, dass die erstmal raus können, ohne dass wir da drauf schießen können. Jetzt haben wir abgesehen gehabt, ja. Der Strahl geht auch super lange. So. Ah, ich darf nicht aufs Dach. Was? Wer? Ach, Moira wieder. Ach, patch die aus dem Game. Ich sag's jedes Mal, ey. Es gibt ja Helden, da lass mich noch auf Balancing ein, aber bei Moira ist einfach für mich jeder Zug abgefahren. Da habe ich keine, das habe ich keine Toleranzgrenze mehr, außer patch die aus dem Game. Geht nicht anders. Es ist einfach sinnlos, der Held. Sinnfrei. Ja. Sinnlos, da noch was zu machen, so. Ich muss ja nur einmal gut mit Ulti rasieren. So war ja mein Plan in die Runde. Oh, mach mal ein gutes Junkrat-Rad hier, komm. Einer nur. Ach mein Gott. Ich bin extra weggerannt und die eines dieser perversen kleinen Türmchen, die total OP sind, killen mich. Ah, Leute, Balancing bitte. Balancing. Eieiei.
Aber vielleicht habe ich die Daily geschafft? Ah, ich glaube nicht. So viel Schaden war das nicht mit einer Ulti. Ja, ist klar. Ja, hat schon wieder ihre 30 Milliarden Türmchen gesetzt. Ah, der Held bringt's nicht. Versuchen wir's mit ihm. You can't escape death. I've got you in my sights. Süß. Die geht mir so auf den Sack, die Moira. Die geht mir so auf den Sack. Ich habe sie zum Glück mit Intelligenz abgehangen. Aber die geht mir richtig auf den Sack mit ihrem hinterher springen und ihrem ellenlangen Strahl. Shit. Was ist das wieder? Schon wieder Junker. Junker Queen. Das ist halt so das Ding. Wenn halt ein Held OP ist, also egal welches Spiel, dann wird er ständig gepickt. Und dann sollte man ja in der Statistik sehen, so, es wird komischerweise immer nur der eine Held gepickt, sehr oft. Naja, ich muss da rein, um es drauf aufzuhalten, aber. Und dann, das sollte schon ein Indiz sein, dass Moira jedes Mal im Game ist, sollte ein Indiz sein, dass sie OP ist. Dass Junker Queen so oft gepickt wird, sollte ein Indiz sein. Ja? Das meine ich halt. Also da frage ich mich dann zu Recht, was machen die Entwickler? Warum guckt da keiner nach Balancing? Eine stille Wasserflasche ist leer, aber ich habe heute zum Glück Nachschub besorgt. Aber es gibt leider gerade nichts mehr. Dass sie wieder kriegen in dem Markt. Ansonsten habe ich gesehen, theoretisch gesehen, wenn ich als Samstags in die Sauna fahre, die machen schon um 8 Uhr morgens auf. Aber aktuell ist es so kalt, da will ich mir keine Getränkeflaschen ins Auto legen aus Glas. Aber dann wäre die Idee, das da zu kaufen in der Nähe von der Sauna. Ich ein Stück hinfahren. Baptiste! Oh, wieso nicht, oder? King's Row, Baptiste. Haben wir jetzt noch irgendwas geschafft? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie viel Damage habe ich denn jetzt gemacht? Nicht viel mehr. Das ist leider Quatsch. So, gewinne ein Spiel. Obwohl, wenn wir das jetzt gewinnen, könnten wir das auch alle drei abschließen. Another day, another battlefield. Heile insgesamt so viel Schaden. Verhindere Schaden. Verhindern ist mit Schild, ne? Die Flüge sind ja mal wild. Irgendwie muss ich die hier, wenn ich die denke an... War es Draft Punk? Around the world, around the world. So irgendwie sieht das aus. Into the field.
Das war schnell. Kommen aber auch gut durch. Angeht, zieht noch irgendwo noch einer rum. Ja, da konnte ich jetzt nichts machen. Der Ulti hat mich erwischt. Wahrscheinlich auch Play of the Match oder so, weil er alle erwischt hat. Ärgert mich so, dass ich in jungen Jahren so doof war und wollte Französisch nicht lernen. Das, aber ich war einfach so, nein, eine Fremdsprache reicht mir, ich hab keinen Bock. Aber es wäre schon gut gewesen. Verstehe nichts, außer die Liebesbekundung aus dem weltberühmten Lied von Moulin Rouge. Liebesbekundung ist auch falsch, aber ja. Naja, der Anmachspruch. Und vielleicht noch als Beleidigung oder als Scheiße, glaube ich, ist mehrere. Und dann gibt es noch Sortie, das ist der Ausgang. Oh, das war's. Und jetzt natürlich die eingedeutschten Wörter wie Trottoir und Portemonnaie. Okay. Das waren meine Französischkenntnisse, das ist natürlich nix. Das war ein wichtiger Kill. Zack, zack! Hat er gut gemacht. Ah, ich stand da auf dem Präsentierteller. Not every day gives you a second chance. Ah, wir kommen ganz gut durch. Vielleicht schaffen wir es. Stimmt, wir sind jetzt voll die Frankreich-Connection hier. Mit dem Widowmaker. Stimmt eigentlich. Aua. Aua, ich bin tot. Leider. Ulti kam eine Sekunde zu spät. Hätte mich retten können, der Ulti. Ja, das wird nix, ne? Ja, das wird nix. Kann ich dich nicht heilen, wenn du da rumeierst? Jetzt pushen, jetzt pushen. Tank und Heiler tot, pusht. Scheiße. Ah, ich habe das Ding falsch gesetzt. Aber ihr müsst doch auf die Mercy gehen, nicht auf den Tank. Ihr macht schon wieder den Fehler.
Ah, es könnte klappen. Scheiße. Nein! Ach, come on! Wie viel 100 Kilometer kann der denn... Ach... Ja, ist klar. Ich war doch schon weg. Jetzt verlieren wir das noch. Er nicht alleine vor, Reinhard. Nein, wer denn? Wo denn? Ach, da hinten. Die habe ich nicht gesehen. Als Payload, die verdeckt hat. Fies. It's not over till it's over. Ah, der Tank geht zu weit vor ohne Heiler. Stipp jetzt wieder. Ja. Bringt leider nichts. Ja, spielen zu offensiv. Ja, ach, come on, ich war doch jetzt weg. Alter, der ist selbst zerkackt. Ach ja, der wird jetzt noch geheilt, oder was? Ach ja. Nee, heute läuft's einfach nicht. Unsere Damage-Dealer sind auch die Fehler. Ja, das ist Sache immer wieder. Es fehlt an kreativen Damage-Dealern. Kann ich nicht gegenheilen, wie soll ich das gegenheilen? Ja, die pushen uns ja. Nee. Die Damage-Dealer gehen auf die Tanks, nicht auf die Heiler. Und dann haben wir das Problem. Ja. Da hinten lässt sich es auch gut verteidigen, muss man auch dazu sagen, ja? Na, von hinten kommt er jetzt und macht mich im Ulti weg, da kann ich nichts machen. Ja. Aber das meine ich mit... Das ist ein Damage-Dealer. Der flankiert, rasiert uns von hinten ab. Unsere haben das nicht einmal gemacht, dieses Match. Ja, unsere haben immer nur von vorne. Da muss man sagen, haben sie den Sieg auch... verdient, das gegnerische Team. Ja, kommen wieder beide von vorne. Keiner denkt nur dran zu flankieren. Ja, unser Reinhard stürmt mal eben in die... Nee. Das mit den Damage-Dealern bringt das leider nichts. Unser Tank war auch zu offensiv, ist zu oft nach vorne gerannt. Und hat uns da sämtliche Chance irgendwie einzugreifen verwehrt. Leider. Leider, leider, leider. Ich hätte gerne das jetzt gewonnen, aber... Es lag an den Damage-Dealern, muss man ganz klar sagen. Ja. Schade, ich hätte eins gewonnen heute. Den kann ich da anerkennen, ein Heiler. Na, das war das, was ich gesagt habe, weil er so viel auf einmal gekillt hat, ne? Hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Gerade am Ende, aber... Schade. Ja, ich hätte gern das noch irgendwie geschafft, aber wie denn? Da müssen wir jetzt eins gewinnen.
Ein letztes mache ich noch, aber dann wechsle ich das Spiel. Rialto. Wieder Heiler. Jetzt Bock auf Damage Cap oder Tank. Voll schöne Möbel hier. Aber was heißt schön? Ich würde sie mir nicht, also teure Möbel, so. Ich würde sie mir nicht in die Wohnung stellen wollen. Wie kannst du denn schon Schaden genommen haben? Wie? Wie? Von was denn? Was machst du denn? Das gibt's doch nicht! Wir haben den dümmsten! Den allerdümmsten! Alter! Als Bestien stehst du hinten und knallst alles ab und der rennt nach vorne. Als Bestien rennt der nach vorne. Da kann ich gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte. Du musst nur hinten stehen. Nur hinten und der Typ rennt nach vorne. Und wieder. Der Bestie macht's richtig. Der steht hinten, rasiert alles weg. Unser Bestie rennt nach vorne. Kannst ja nicht ausmachen, oder? Was habe ich denn heute so viel Pech mit den Teammates? So ein bisschen Grundverständnis. Bleib hinten, du Idiot. Alter, das gibt's doch gar nicht. Der Bestien ist ja so hohl wie 5 Meter Feldweg. Das gibt's doch nicht. So scheiße wie der spielt, verlieren noch 3 Teams. Keiner mehr da. Also, unser Bestien, also kann mir bitte das Spiel deinstallieren? Minesweeper soll er spielen. Irgendwas soll er machen. Flipper vom Windows 95, bitte. Aber kein Overwatch. Oh komm, hauen wir mal der Ulti raus. Ja, ich bring's was. Okay, wir haben ein bisschen was zurückgedrängt. Okay, er hat wahrscheinlich gewechselt. Jetzt hat einen anderen. Ist er mit dem besser, aber mit dem Bestien, da war er ja. Uff. Das war ja wirklich.
Mit dem Skill einer Amöbe. Kann sie leider nicht holen. Geh in Deckung, genau. Wichtig als Tank, auch mal in Deckung gehen. Versucht zu heilen, was geht. Nee, lasst euch jetzt nicht locken. Kann ich nicht gegenheilen. Ja. Oh ja. Komm, hat der Bastion hingezählt, ey. Ja, da muss ich halt sagen. Also hat er gut gemacht. Aber da muss ich halt sagen. Er ist halt in einem Haus bedeckt und kann trotzdem in die Luft schießen. Wackelt die Kamera wieder? Zieht die wieder Streifen? Darf eigentlich nicht. Jetzt verlieren wir das noch, weil wir uns haben locken lassen. Wo rennst du denn rum? Wo bin ich denn gelandet? Das hilft mir ja mal gar nicht. Nee. Das haben wir verkackt. Das haben wir verkackt. Wir hätten uns nicht locken lassen müssen, aber die wären immer zu greedy. Und bei der Brücke hatten die anderen halt den Vorteil, weil wir müssen hoch und die konnten gerade rüberschießen. Deswegen haben wir das zu Recht jetzt verloren. Wir waren noch da! Wir waren noch da! Aber was soll der Bums denn? Wir waren noch da. Stand doch genau nebendran. Aber allein bis es schon losging, der Bastion. Oh, wie 5 Meter Feldweg am Anfang. Deswegen, ich kann keinen Damage-Dealer anerkennen, der Tank war gut und nehmen wir den Heiler. Jetzt erwische ich dann. Denkt der Bastion noch, er hat seinen Job gut gemacht. Ja, schade, ich hätte gerne das dritte heute noch gemacht, aber ich habe einfach keinen Nerv. Ich müsste dafür jetzt ein Spiel gewinnen oder andere Dinge tun. Das dauert mir zu lange und dafür ist mir jetzt Overwatch zu langweilig. Deswegen ist an dieser Stelle jetzt Schluss. Bleibt dabei, ein Spiel machen wir noch. Aber für Overwatch, die Aufnahme ist jetzt Ende. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream. Und